Guten Morgen, ich lese das Solinger Tageblatt von Samstag, den 12. Oktober 2019, und es geht wie immer vor allem um den Lokalteil, speziell um Nachrichten aus dem Bezirk Höhscheid. Das Titelbild: der Versöhner Friedensnobelpreis für Äthiopiens Abiy Ahmed. Dann heißt es: Bakterienrückrufaktion für Milch, Gift in Glucose, also Lebensmittelskandale und Medikamentenskandale stehen im Mittelpunkt. Das ist die Titelseite. So, im Lokalteil heißt es: Klinikum will Wäscherei ausschreiben. 400 Solinger setzen Zeichen gegen Hass. Mein Leben als Papa feiert heute Jubiläum. Das geht ab Seite 15, geht es los. So. Ein Blick auf die Karikatur. Karikatur geht es um Nordsyrien. Aber die Tischmanieren bitte nicht vergessen, ob man sieht, Trump, ist das, glaube ich, das könnte Erdogan sein. Und dann wird ein Kurde serviert. Ich kann das mal gerade zeigen. Auf dem Tisch von Nordsyrien. So. Zum Glück kein Nobelpreis für Greta Thunberg, was dieser Rückruf lehrt. Da geht es um die Milch und das andere, der Friedensnobelpreis. Beide Kommentare haben Bezug zur Titelseite, so muss das eigentlich auch sein. War auch nicht immer der Fall. Neue Umweltspur, am Montag geht es los. Das sind Nachrichten aus Düsseldorf. Naja, das ist die Samstagszeitung. Wir wenden uns so zum Zeichen gegen Rechts in Solingen und der Heuchelei möchte ich oder Zeichen gegen Antisemitismus möchte ich sagen: Ich fahre regelmäßig mit meinem Fahrrad über die Straße des KZ-Kommandanten Grünbaum und ich möchte nicht, dass die Straße so heißt. Solange diese Stadt Straßen so benennt, braucht man auch auf solche Demonstrationen nicht gehen. Ich finde es abartig, wenn so geheuchelt wird. So, ansonsten gibt es eine Stadtautobahn, das ist die Viehbachtalstraße, da finden Abholzarbeiten statt. Und das Klinikum will die Wäscherei ausschreiben. Die Burger Landstraße wird saniert. Das ist hier im Bezirk Höchscheid. Ab kommenden Montag wird die Burger Landstraße zwischen Birken und Stadtwald saniert. Das ist relativ weit draußen, es gehört aber zum Bezirk. Mangenberger Straße bekommt Ampel. CDU fordert mehr Geld für offenen Ganztag. Willkommen wirkt wie eine Barrikade. Es ist am Hauptbahnhof oder Ohligser Bahnhof. Naja, geht so. Ich kann dazwischen gut durchgehen. Dieser Meinung sind Taxifahrer, die sich über den Schriftzug am Bahnhof beschweren. Sonst kann man mit dem Taxi wahrscheinlich super bis direkt zur Bahnhofshalle vorfahren. Workshop rund um den 3D-Drucker. Habe ich mal versucht, an sowas teilzunehmen. Ist jetzt in der Stadtbibliothek, war woanders. Okay. Damals hat es gar nicht funktioniert. Solinger radeln mehr als 160.000 Kilometer. Ich fahre regelmäßig mit dem Fahrrad über die Straße des KZ-Kommandanten Grünbaum. Und ich sage es nochmal: Wenn man gegen Antisemitismus in dieser Stadt demonstriert, ist es eine einzige Heuchelei, solange Straßen so benannt werden. Es ist einfach ein einziger Skandal und es ist gelogen.
In der Stadt steht hier keiner richtig gegen rechts auf, es sei denn, man nennt Straßen so und fordert, dass sie anders benannt werden. Es ist eine permanente Feier von solchen Arschlöchern. So. Dann soll es eine Städtefreundschaft mit China geben. Es gab auch mal Schüleraustausch mit dem Ausland zu Städtepartnerschaften. Gibt es auch nicht. Alles kaputt. Orchester und Museum kooperieren. Naja, man kann sich mal die Gesichter auf dem Foto ansehen. Chormusik in der Stadt war hier auch schon gesungen. Landeswettbewerb Jugendsinfonieorchester spielt in Wuppertal. Peter Wuttke hat jetzt die Leitung. Den alten Leiter, den Musikschulleiter, haben sie am Klavier gefunden. Das war mit Ansage. Das soll nicht schön ausgesehen haben. So. Samstagszeitung ist ein bisschen dicker, deshalb kann es sein, dass die Sendung kürzer wird. Tschüss.